Wer liefert die Lebensmittel für Salzburgs Märkte? Wir fahren heute mit der Salzburger Lokalbahn zu den Landwirten. Zu Menschen, denen das Tierwohl am Herzen liegt. Die bewusst mit Grund und Boden umgehen und die Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Wie gut uns geht hier in der Stadt. Wir werden von so vielen regionalen Lebensmittelproduzenten mit wirklich wertvollen Dingen versorgt. Ich mache heute einen Ausflug und nehme euch mit der Salzburger Lokalbahn in Richtung Flachgau. Und wir werden Betriebe besuchen, um uns anzuschauen, wo die Produkte denn herkommen und wie sie produziert werden, die dann letztlich hier auf unseren schönen Märkten landen. Los geht's am Hauptbahnhof in Salzburg. Ich habe mir Betriebe ausgesucht, die entlang der Strecke der Lokalbahn liegen und von den jeweiligen Bahnhöfen fußläufig in 10 bis maximal 15 Minuten erreichbar sind. Die Lokalbahn hat eine Streckenlänge von 38 Kilometern. Da gibt's viele Möglichkeiten. Mein erster Halt ist in Oberndorf-Laufen. Unweit des Krankenhauses in Oberndorf findet man ganz leicht den Hof von Familie Buchwinkler. An einem Platz mit unglaublicher Aussicht. Vom Bahnhof bis zum Betrieb flotte 8 Minuten. Ich treffe Christian Buchwinkler. Hier versorgt er gerade seine 30 Rinder. Ansonsten leben noch 60 Legehennen auf dem Hof und seit 2 Jahren auch Biomasthändel. Der 23-Jährige sagt, bei ihm am Hof leben alle Tiere tiergerecht. Für mich bedeutet das bei den Rindern, dass jeder Stier seine eigene Liegebox hat. Also die müssen bei uns nicht auf die Spalten schlafen, wie das bei einer konventionellen Rindermast üblich ist. Bei uns hat jeder seine Liegebox, da ist eine Gummimatten drauf und da hat jeder seinen eigenen Platz. Dann haben wir unsere eigenen Kühe. Wir kaufen die Kalben von benachbarten Bauern und unsere Kühe ziehen die fremden Kalber auch noch auf. Das heißt, die haben da richtig Amme und bauen zu der Bindung auch auf. Zu der Amme. Die dürfen da bis 3 Monate alt sein, dabei bleiben und werden nicht einfach über den Kübel oder irgendwas gefordert, sondern die haben da eine eigene Ersatzmama. Geschlachtet werden die Rinder im 5 Kilometer entfernten Arnsdorf. Die Hühner direkt am Hof in einem mobilen Schlachtwagen. Da starten wir um 3:30 in der Früh, da schlafen die Hähner noch. Und sobald es hell wird, sind wir meistens dann auch schon fertig oder kurz vorm fertig werden. Jetzt kriegen die das gar nicht so mit, sind extrem ruhig. Und die Schlachtung, die läuft so ruhig ab, also da gibt es kein Flattern, kein Krähen oder irgendwas. Das merken die gar nicht wirklich. Und das ist natürlich auch wieder wichtig für die Fleischqualität, dass sie keinen Stress haben und dass die Viecher, ja, dass die das nicht mitkriegen. Und sie sind außerdem auch arm, wenn sie da Todesqualen haben. Das muss alles schnell gehen. Die Schlachtung ist nicht lustig, aber es gehört halt dazu, wenn man Fleisch konsumieren will. Wer so produziert, kann mit Supermarktpreisen nicht mithalten. Dass die Produkte mehr kosten, hört Christian Buchwinkler oft. Deshalb ist mir wichtig, dass die Leute bei uns am Hof kommen können. Bei uns kann jeder da durchgehen. Wir haben auf beiden Seiten eine Siedlung. Wir sagen zu jedem, bitte geht's durch unseren Hof durch und nicht durch unsere Wiesen. Schaut's bei unseren Kalberl, schaut's einfach, schaut es euch an. Und dann kann sich jeder ein Bild selber über unsere Landwirtschaft machen. Und bis jetzt hat es nur jedem gefallen. Wenn Christian Buchwinkler so erzählt, kann man sich kaum vorstellen, dass der junge Landwirt den Hof einmal gar nicht wollte. Ich habe früher immer geglaubt, ich verkaufe mir den ganzen Hof und kaufe mir irgendwo in Ostösterreich einen großen Betrieb. Habe aber die Möglichkeit gehabt, in meiner Zeit an der HBL Ursprung, dass ich ein Praktikum mache. Da war ich in Ostdeutschland und in Norddeutschland. In Norddeutschland bei einem Betrieb mit 180 Kühen. Und da habe ich gesehen, dass ich das nicht möchte, weil da ist jede Kuh nur mehr eine Nummer. Und bei uns hat jedes Viech einen Namen. Und man kennt das einfach. Und da ist das, ja, sowas möchte ich nie. Ich war froh, dass ich die Erfahrung gemacht habe, weil sonst hätte ich vielleicht ziemlich teuer zahlen müssen für so eine Erfahrung. Es geht zurück zum Bahnhof und weiter mit der Lokalbahn. In Ziegelheiden ist mein nächster Halt. Hier außerhalb von Oberndorf mache ich mich auf den Weg zum Gemüsehof Schmuckbauer. Fußmarsch vom Bahnhof, zackige 10 Minuten. Wenn ich heute gesagt hätte, ich suche mir die Plätze mit den schönsten Aussichten, hätte es auch gepasst. Angekommen auf einem Obst- und Gemüsebetrieb mit langjähriger Tradition. Wir produzieren biologisch schon seit ca. 30 Jahren.
Das haben schon meine Eltern gemacht und für mich ist das ganz selbstverständlich. Also wir schauen sehr, dass der Boden, dass dem gut geht, dass der für die, also nachhaltig für die nächste Generation auch fruchtbar bleibt und kein Humusabbau betrieben wird, sondern eher Aufbau. Und schauen, dass keine Bodenverdichtung entsteht und haben bei uns im Betrieb auch Kreislaufwirtschaft. Also wir haben unsere eigene Mutterkühe, wo dann der Kompost dann wieder auf die Felder kommt und da wächst dann unser Gemüse. Und wenn wir Überschüsse haben oder Ausfälle haben, dann kriegen das bei uns wieder die Kühe. Also ein richtig schöner Kreislauf ist das. Zurzeit gibt es frisch von den Feldern hier Mangold, Kräuter, Rucola, Spinat oder auch Buntzwiebel und die ersten Freilandsalate. Obst und Gemüse kauft die Familie für den Verkauf aber auch zu und bietet damit das ganze Jahr lang ein buntes Sortiment. Aber auch zugekauft kommt jede Knolle, jede Frucht von einem Betrieb oder Lieferanten, der ähnlich arbeitet. Jedenfalls Bio. Also wir wollen natürlich einen nachhaltigen Boden, das war halt wichtig, der kann mehr CO2 binden. Für die Umwelt ist es gut, wir wollen uns auch gesund ernähren, wir wollen da keine Chemie in unserem Essen haben und auch nicht an unsere Kunden weitergeben. Und wir verkaufen ja nicht nur auf die Märkte, sondern auch direkt bei uns am Hof zweimal die Woche und da kann man sich auch direkt bei uns den Betrieb anschauen, eine Runde gehen vielleicht, ein bisschen zu den Feldern. Wir haben auch Jungpflanzenproduktion, also den Großteil machen wir ja selber und den verkaufen wir und wir geben da sehr gern unser Wissen weiter, dass die Leute das auch wirklich daheim selber machen können. Nachhaltige Landwirtschaft, da gehört mehr dazu als der Biolandbau, sagt die Landwirtin. Wir haben eigene Photovoltaikanlagen, so können wir einen Teil unseres Bedarfs abdecken für unsere Kühlräume und auch für alles andere, was so im Betrieb noch so dazugehört, mitunter auch ein E-Auto. Hier gibt es vieles zu sehen und zu erfahren. Neben den Märkten in der Stadt gibt es Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag Abhofverkauf am Gemüsehof Schmuckbauer in Oberndorf. Und da geht's auch schon weiter. Mein dritter Halt ist Bürmoos. 12 Minuten Fußmarsch bis zum Bischofgut und damit zur Biometzgerei Heinz. Mit 10 Mitarbeitern, Schweinehaltung, Getreideanbau auf 9 Hektar, auch für die Schweinefütterung, Verkauf des umfangreichen Sortiments auf unterschiedlichsten Salzburger Märkten. Meine Schwester und ich haben den Betrieb übernommen, 2013. Meine Eltern haben schon seit 1986 angefangen, biologisch zu wirtschaften, haben dann ganz klar angefangen, dem zum Direktvermarkten und ist halt immer gewachsen und gewachsen. Wir haben früher Milchkühe gehabt, haben sich dann fürs Fleisch entschieden, weil Kasera hat schon mehrere gegeben, die was direkt vom Markt haben. Und ja, so ist das gewachsen. Haben dann 1994 ist dann das Gewerbe angemeldet worden und haben einen Schlachtbetrieb gebaut und das ist bis heute so geblieben. Hannes Heinz setzt auf artgerechte Haltung mit Auslauf, Beschäftigung für die Schweine, ausreichend Stroh, frisches Gras und Heu, was auch die Fleischfaser qualitativ hochwertiger machen soll. Kurze Transportstrecken von Tieren, maximal 30 Kilometer, sollen Stress der Tiere gering halten. Die Tiere hole ich schon ein bis zwei Tage vor der Schlachtung, stehen dann bei mir nur am Hof, dass sie sich wieder beruhigen, weil das ist eben das Wichtigste, dass sie bei der Schlachtung ganz ruhig sind. Das ist einfach, das merkt man bei den Viechern, jeder Transport, egal wie weit das ist, ist einfach ein Stress für die Viecher. Und darum steigen sie bei mir zwei Tage mindestens. Alles ein Kostenfaktor. Was den Fleischpreis betrifft, kommt von Johannes Heinz eine ganz klare Ansage. Ich sage oft zu meinen Kundschaften, isst weniger Fleisch und dafür was Gescheites. Von mir zweimal in der Woche Fleisch, das reicht komplett. Aber dafür was Hochwertiges, wo man sagen kann, okay, ich weiß, wo das herkommt. Er meint das tatsächlich ernst, auch als Metzger. Weniger Fleisch und dafür gezielter kaufen hat rundum positive Effekte, so Heinz. Ja, und natürlich müssen wir mit dem Klimawandel, der betrifft uns alle. Da müssen wir alle schauen, wie wir drüber kommen. Und man tut eh, was man kann. Nicht? Wir haben jetzt eine Photovoltaikanlage montiert, die zweite Anlage. Eine haben wir schon seit 7 Jahren. Wir haben jetzt insgesamt 70 kW, nicht ganz. Da produziere ich gute 70%, was ich brauche selber. Das ist schon mal ein guter Schritt, sage ich mal, in die richtige Richtung. Besucher sind jederzeit willkommen, sagt der Bauer und Metzger. Wer sich vorher anmeldet, darf gerne vorbeischauen. Mein Ausflug endet damit jetzt. Wieder einmal ein entspannter und interessanter Trip mit der Lokalbahn. Kein Parkplatz suchen, kein Stress und viele schöne Eindrücke.
Und für wen es ganz ohne Auto nicht klappt, entlang der Strecke gibt es über 700 Park-and-Ride-Stellplätze.